Herzlich willkommen auf Krone.at zu einem weiteren Skype-Interview, diesmal mit dem Biathleten Simon Eder. Servus. Hallo. Ich grüße dich. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Nur zur Erklärung, ich spreche jetzt gerade nicht nur mit dem Biathleten Simon Eder, sondern auch mit dem Herrn Zugsführer Eder. Also du bist auch Bundesheerler unter Anführungszeichen und hast in dieser Funktion, die ich in den vergangenen Wochen als Supermarkt-Lagerarbeiter im weitesten Sinne verdient, hast also in der Corona-Krise im wahrsten Sinne des Wortes mit angepackt. Was genau war deine Aufgabe und welche Erfahrungen hast du da mitnehmen können aus der Zeit? Ja, genau. Also die Saisonende ist ja recht schnell gekommen und genauso schnell haben sie uns beim Bundesheer dann einberufen und brauchen können. Wir waren da beim Spar in Wörgl im Einsatz und ich selber war da in der Fleischverpackung beim TAN und habe da 3 Tage mitgearbeitet. Also war ein harter Job, aber hat uns alle taugt, dass wir helfen können. Und ja, Hut ab vor allen, die da in der Krise so drangekommen sind. Und ja, da kann man gerade sagen, also da ist Trainieren eigentlich eher eine lockere Angelegenheit, als was die da, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten im Großhandel abgespielt hat. Da haben alle kräftig zusammengehalten und ich glaube, so haben wir das auch gut geschafft. Aber das ist schon ein gutes Stichwort, weil das Thema kann man ja auch ein bisschen breiter spielen. Man hört ja immer wieder, ich sage mal, den Vorwurf an die Spitzensportler, naja, die müssen einmal richtig hackeln und die müssen einmal sehen, wie das ist, wenn man 8 Stunden im Supermarkt arbeitet. Ist es legitim, die These so zu formulieren oder spielst du den Ball zurück und sagst, na, der Otto-Normalverbraucher, der muss auch einmal sich versuchen hineinzuversetzen, was es bedeutet, Spitzensportler zu sein? Ja, ich glaube, grundsätzlich ist der Respekt schon vor, also gegenseitig da, aber natürlich wird es immer Einzelne geben, die sagen, ja, die haben es vielleicht recht locker oder so. Aber ich glaube, ja, jeder Beruf hat seine Herausforderungen. Bei uns ist halt, dass du um 14 Uhr bei der Olympiade 2022 hoffentlich am Start stehen musst und eine Form haben musst. Und das ist alles andere wie einfach und ich denke, das wissen auch die meisten Leute. Und genauso hart ist jeden Tag hackeln gehen, also trainieren ist auch Sache, aber freilich uns da den haargenauen Plan hast von 8 bis 4. Das hat auch seine Herausforderung. Also, wie gesagt, alles verdient seinen Respekt und so sehe ich das. Weil du Peking und die Olympischen Spiele 2022 angesprochen hast, einer, der dort zumindest ziemlich sicher nicht mehr am Start sein wird, ist dein Spezi Dominik Landerdinger. Hast du ihm schon verziehen, dass er seine Karriere beendet hat oder zumindest das Karriereende bekannt gegeben hat? Ja, ganz und nie natürlich. Also, ich hätte schon gern gehabt, dass er weiterläuft. Er war natürlich eine Riesenstütze fürs Team und der wird schwer zum, also, oder bis gar nicht zum Ersetzen sein. Das muss man auch sagen. Seine Schlussrunden waren einfach einzigartig und was er auch erreicht hat. Aber ich habe auch gesehen, wie es am Tag jetzt, also im Leben danach und haben gestern gerade getroffen in Hochfützen im Leistungszentrum, weil er auch noch beim Bundesheer ist ein paar Monate. Und ich glaube, es taugt ihm einfach von dem her der richtige Schritt. Hat die Corona-Krise eigentlich auf deine Entscheidung, zumindest bis Peking 2022 zu laufen oder zu agieren oder zu performen, definitiv gar keine Auswirkung? Anders gefragt, wie lang und wie hart muss die Corona-Krise ausfallen, damit sie vielleicht doch Auswirkungen hat auf deinen Entschluss? Ja, ich glaube, wenn wir jetzt wirklich bis 2022 geht, ich weiß nicht, ob das der Worst Case ist, aber sagen wir mal so, ich denke mal, dann wird es für mich auch schwierig oder für viele Sportler schwierig, weil einfach das mit ja, Einbußen bei den Einnahmen auch verbunden ist und man muss sich dann einfach umschauen, was macht man, wie geht es weiter. Und ich sage mal, gerade in meinem Alter mit 37 war es dann schon eine Überlegung, ob man es nicht lässt, wenn das jetzt zwar so weitergeht, aber das hoffe ich natürlich nicht. Das Ziel ist einfach, dass man nächstes Jahr WM haben und 2022 Olympiade. Bist du zuversichtlich, dass alles so kommt, wie du es jetzt gerade aufgelistet hast? Weil es scheint ja alles zu stehen und fallen mit dem Impfstoff. Jetzt weiß ich ja, du bist kein Virologe und auch kein Mathematiker, das ist eigentlich nicht deine Baustelle. Ich nehme aber trotzdem an, dass du dir Gedanken um die Zukunft deines Sports machst, oder? Ja, sowieso. Also wir haben es jetzt einfach mal so geregelt, dass wir ganz normal ins Training gestartet sind letzte Woche und das Ganze Schritt für Schritt gegangen. Man kann echt nicht voraussagen, wie sich das jetzt weiterentwickelt, wann ein Impfstoff kommt, ob ein Impfstoff kommt. Ja, das muss man abwarten. Als Wintersport haben wir natürlich den Vorteil, dass man mal schaut, wie gehen Sportarten wie die Radfahrer damit um, die auch Sportler haben, die aus aller Herren Länder kommen und ja, die Reisebeschränkungen irgendwie umgehen müssen oder Sondergenehmigungen brauchen. Ich denke, da kann sich der Biathlon oder die IBU sehr viel abschauen. Wir stehen also im Gegensatz zur FIS, alleine mit unserem Sport kann natürlich ein Vorteil sein. Was auch das Finanzielle angeht. Und ich denke, da ist der Biathlon einmal recht gut aufgestellt, kann vielleicht Lösungen finden. Auf das hoffe ich, wie die ausschauen werden, werden wir mal sehen jetzt. Ja.
Du hast dein Alter ja schon verraten. Ich mag mich eh nicht schon wieder draufsetzen, weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt dein Lieblingsthema ist, immer wieder nach deinem Karriereende gefragt zu werden. Und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen unfair, dir genau konkret die folgende Frage zu stellen. Sie stellt sich aber trotzdem, nämlich, wie ist es denn um die Nachwuchsszene im österreichischen Biathlon bestellt? Also wir haben jetzt Felix Leitner, das ist der Youngster, und dann muss man ganz ehrlich sagen, gibt es die Routiniers. Beziehungsweise jetzt mit Landerdinger einen Routinier weniger. Wo hat es denn da Versäumnisse gegeben, deiner Meinung nach, in der jüngeren Vergangenheit? Boah, das ist schwierig zu analysieren. Da bin ich also nach wie vor noch Athlet. Vielleicht beschäftige ich mich das dann in ein paar Jahren. Wie gesagt, ganz fair ist es ja nicht, dir die Frage zu stellen. Aber einfach gesagt, vielleicht, dass in Österreich einfach sehr viele Sporttalente zum Alpinsport gehen. Dass man das jetzt mal so kurz auf den Punkt bringt und natürlich hätte mein Bier dann auch gerne mehr, aber ob das jetzt der Grund ist, weiß ich natürlich auch nicht. Das ist ja bei uns einmal die Nummer 1 in Österreich, aber klar haben wir 2010 Riesenerfolge gefeiert und da war ich der Erste, der gesagt hat, in 10 Jahren werden wir wahrscheinlich einen Athletenboom haben, das haben wir jetzt nicht, also eigentlich eher das Gegenteil, aber ich denke, wir haben auch Qualität vor Quantität und es sind da schon Talente da, wo sich ein paar Länder natürlich die Finger abschlecken würden, glaube ich. Und klar muss man da ein bisschen weiter zurückschauen, aber ich glaube, wir haben da wirklich im Jugendbereich heuer einen Haufen Erfolge feiern können. Das ist natürlich dann wieder eine Lücke von 5, 6 Jahren, bis die anschließen können. Aber da ist zum Beispiel Anna Gandler mit Goldmedaille, Hasinger Luke aus Surfen mit einer Silbermedaille. Ja, mein Cousin ist da auch schon recht gut im Kämmer. Es sind wirklich ein paar Talente da, die sich gut machen. Und da macht es mir schon Spaß, also dass ich die dann auch vielleicht ein bisschen mal unterstütze als Trainer. Und in die Richtung soll es bei mir dann auch mal gehen. Also das werden wir, da kannst du dich darauf verlassen, natürlich weiter verfolgen, wie sich deine Karriere entwickelt. Spannend ist dieser Tage auch, dass dein Vertrag mit Atomic, also mit deinem Skiausrüster, ausgelaufen ist. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie groß ist deine Hoffnung, dass er sich dann doch renoviert, unter Anführungszeichen, der Vertrag? Ja, es ist so, dass wir meistens 2 Jahresverträge haben und bei mir laufen grundsätzlich immer alle Verträge aus. Das ist jetzt in der Krise natürlich keine angenehme Geschichte. Also Verträge heißen alle Sponsorenverträge, oder wie? Ja, genau. Die haben meistens eine Laufzeit von 2 Jahren. Und dann über den Sommer, über den Herbst schauen wir, dass man wieder eine Einigung findet. Das Ganze ist jetzt mal auf den Herbst verschoben worden. Und insofern hoffe ich natürlich auf einen Saisonstart, weil das auch einiges erleichtern wird in den Gesprächen. Sonst wäre es natürlich für viele Sportler schwierig. Man kann keine Rennen stattfinden. Und dann ja, haben wir auch keine Unterstützer in der Hinsicht. Und werden wir sehen, wie sich das Ganze entwickelt, ja. In wie engen Gesprächen bist du mit diesen potenziellen Sponsoren? Weil das natürlich auch ein sportartübergreifendes Thema ist. Nämlich, was passiert mit den potenten Geldgebern und Finanziers des Sports überhaupt? Ja, das Ganze ist, wie gesagt, jetzt mal auf den Herbst verschoben, weil vorher kann man keine großen Prognosen machen. Ich bin im Moment gerade sehr froh über die Partner, die ich noch habe. Da gehört das Bundesheer dazu und das ist mal die wichtigste Absicherung. Da sind auch Gespräche am Laufen, dass man gemeinsam in die Zukunft geht. Ich hoffe, dass das hinhaut und dass ich da dann vielleicht eine Weiterbildung machen kann. Aber das ist noch nicht ganz spruchreif. Also von dem her muss man jetzt natürlich schauen, dass man sich in den nächsten Jahren auch andersweitig ein bisschen absichert. Gerade in meinen Ötter, da sind wir wieder beim Thema. Ich bin unschuldig diesmal. Ja, macht man sich da die Gedanken. Wie aussagekräftig war denn die abgelaufene Saison in deinem Fall? Auch vor dem Hintergrund, dass du ja körperlich auch ein bisschen lädiert, was man das sich fast durch die ganze Saison gezogen hat. Ja, ich habe was Ähnliches mal 2012 schon mal gehabt, also so verschleppte Infekte, die sich nie richtig ausheilen. Das ist für einen Austauschsportler natürlich der Worst Case fast. Also es fallen immer so 2-3% und die Nebenhöhlen haben sie nie richtig also regenerieren können. Das hat im Dezember angefangen, also hat sich durchgezogen bis April eigentlich. Ist jetzt endlich erst mal besser geworden und dann ist man natürlich wieder mal fitter also und leistungsfähiger. Also war eine harte Saison. Unter dem Aspekt sage ich, bin ich nicht einmal unzufrieden mit den Ergebnissen, dass ich es noch halbwegs sicher gehabt. Die Hoffnung war natürlich, dass man bei der WM dann in der Staffel vielleicht eine Medaille macht. Und das ist uns halt dann in dem Sinn nicht aufgegangen, es waren keine schlechten Rennen dabei. Der Land jetzt wieder mal rausgerissen, sage ich, beim Großereignis für uns. Und von dem her hat es mannschaftlich eh nochmal gepasst. Und dass du eben bei der WM in Antholz ohne Medaille geblieben bist, liegt wie sehr im Magen? Weil das ist natürlich das Erste, worauf sich der oberflächliche Journalist stürzt. Aha, WM und keine Medaille. Ja, sicher. Das war natürlich die Chance, dass man die Wende schafft. In der Single Mix war die Hoffnung riesig. Da sind wir Sechster geworden, eigentlich mit einem Superrennen. Aber man braucht halt ein außergewöhnliches Rennen, haben wir gesehen. Und die anderen Nationen schlafen da natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, das war natürlich der Bewerb, wo wir immer noch eine Favoritenrolle gehabt haben, auch mit dem Podium heuer. Und Herrenstaffel hätte ich natürlich auch noch mal alles in die Waagschale geschmissen. Aber da muss auch immer alles zusammenpassen bei alle vier.
Und das hat halt heuer, war uns heuer nicht vergönnt. Leider Gottes, aber wir greifen wieder an und hoffen, dass sie die Chance bietet. Wie schaut denn jetzt konkret die Vorbereitung auf die neue Saison aus? Und wie schaut der aktuelle Tagesablauf ganz konkret aus? Ja, also seit gestern habe ich mal wieder, ich glaube, neue Normalität, sagt man dazu. Das hört man natürlich selber auch nicht gern, den Begriff. Und ich noch viel zu hat das Training wieder angefangen auf unserem Bundesheer-Trainingsstützpunkt mit dem ÖSV zusammen. Ist das jetzt in den letzten Wochen eigentlich so geregelt worden, dass wir da wieder durchstarten können, unter Einhaltung der Vorschriften. Das hat so ausgeschaut, dass wir gestern halt natürlich mal mit Fieber gemessen haben. Wir haben vom Skiverband einen Corona-Test gemacht und müssen auf der Rollerrunde die Abstände einhalten.